Da hilft so eine künstliche Intelligenz, Bilder vorzusortieren und dann dem Mediziner einen Hinweis zu geben, schau mal hier genauer hin. Also als Vorselektierer, als Mustererkenner, also auch Erkenner von Problemsituationen, ist KI heute aus zum Beispiel der Radiologie gar nicht mehr wegzudenken. Ärztliche Kunstfehler. Wenn die Medizin versagt. Hallo ihr Lieben, hier ist eure Tina mit den ärztlichen Kunstfehlern, wenn die Medizin versagt. Hier versagt die Medizin nicht, im Gegenteil. Die Medizin ist auf, ja, neuen Wegen. Wir kommen alle nicht drum herum, es wird vieles digitalisiert, zum Beispiel das E-Rezept. Das ist mittlerweile auf der Gesundheitskarte der Krankenkasse gespeichert. In der Apotheke brauchen wir nur die Karte rüberreichen, schon gibt's das Medikament. Bis hin zur elektronischen Patientenakte. Das wusste ich auch nicht, aber die konnten wir eigentlich schon ab 2021 bei unserer Krankenkasse beantragen. Darauf wird dann alles, was wir an Krankheiten haben, Medikamente, Diagnosen, abgespeichert und jeder Arzt, jede Ärztin, jede Klinik, jede Pflegestation hat Zugriff auf die Akte. Soweit die mit dem Daten was anfangen können und die entsprechende Ausstattung haben, daran hapert's noch. Ende 2024 soll es dann für alle gesetzlichen Versicherten eine elektronische Patientenakte geben. Wolfgang Deiters ist Professor für Gesundheitstechnologie an der Hochschule für Gesundheit in Bochum. Zum heutigen Zeitpunkt haben wir ein sogenanntes Opt-in-Verfahren. Also ich kann als Bürger bei meiner Krankenkasse eine Patientenakte beantragen, dann kann ich sie bekommen. Dann kann ich meinem Arzt, so er denn technisch dazu ausgerüstet ist, sagen, schreib mir bitte die Daten meiner Behandlung in die Akte rein. Also Opt-in heißt, ich muss quasi eine Akte anfordern und dann kann die Akte genutzt werden. Der Professor Laumann, also unser Gesundheitsminister, will diese Akte ja umstellen. Ende des Jahres eine sogenannte Opt-out-Akte. Opt-out-Akte würde heißen, jeder Bürger kriegt erstmal eine Patientenakte und ich muss explizit widersprechen. Und dann würde die Akte für mich nicht mehr weitergeführt werden. Also momentan muss ich mich darum bewerben im Sinne von bei meiner Krankenkasse sagen, ich möchte eine haben, dann kann ich die bekommen. In Zukunft wird die Situation anders werden. Dann wird per Default eine angelegt werden und wenn ich es nicht möchte, muss ich widersprechen. Dieses Opt-out-Verfahren hat natürlich implizit die Situation haben, dass dann mehr Akten quasi entstehen werden. Ziel ist es, dass bis Ende 2025 80% der gesetzlichen Versicherten eine elektronische Patientenakte haben. Das ist dann ein Muss und kein Kann. Jeder, der nicht ausdrücklich widerspricht, ist automatisch dabei. Ich habe gerade die Erfahrung gemacht, dass mit so einer Akte, wo wirklich alles drinsteht, wahrscheinlich ja auch bald die Patientenverfügung, der Medikamentenplan, natürlich auch alle Diagnosen, dass dann vieles schneller behandelt werden kann. Es kann viel schneller reagiert werden, wenn so eine Akte vorliegt. Es sind sehr sensible Daten, die da gespeichert werden, aber da müssen wir vertrauen, dass diese Daten nicht missbraucht werden. Ob Ärzte oder Krankenhäuser oder sogar Apotheker, jeder, der die elektronische Patientenakte nutzt, ist dafür verantwortlich, den Datenschutz unserer Daten, den Patientendaten einzuhalten. Im Moment wird die EPA nur von 1% der Versicherten genutzt. EPA ist die Abkürzung für elektronische Patientenakte. EPA. Auch die künstliche Intelligenz ist eine Riesenhilfe in der Medizin, allen voran ChatGPT. Das ist ganz einfach gesagt, die Möglichkeit, mit einer künstlichen Intelligenz zu chatten oder kommunizieren. ChatGPT sammelt alle Daten aus Büchern, Nachrichtenartikeln, Online-Foren, Wikipedia und Social-Media-Posts. ChatGPT ist natürlich auch ein Werkzeug, das uns helfen kann, zum Beispiel bessere Diagnosen zu stellen. Das Grundprinzip ist ja immer das, dass ich sowas wie ein Muster erkennen mache. Also ich habe eine bestimmte Situation vor mir und versuche zu gucken, diese Situation, gab es die schon mal bei anderen Patienten? Wie sind die Patienten behandelt worden? War das eine erfolgreiche Behandlung? Und dann kann ich quasi aus den Mustern, die ich erkannt habe, Rückschlüsse auf zum Beispiel den Patienten, den ich jetzt gerade vor mir habe, schließen. Insofern sind diese Technologien immens wichtig.
Und gerade bei der Mustererkennung ist die künstliche Intelligenz für Ärzte und Ärztinnen fast schon unverzichtbar, sagt Professor Wolfgang Deiters. Heutzutage werden zum Beispiel in der Krebsdiagnose ganz stark auf solche KI-Algorithmen zurückgegriffen, indem im Prinzip eine Vorbefundung eigentlich durch solche Systeme stattfindet. Mit solchen Systemen wie ChatGPT kann man auch später mal auch Dokumente zusammenstellen, indem man beispielsweise ein Stück weit Arztbriefe auch mit vorformulieren lässt und dann quasi nur noch im Detail anreichern muss. Da gibt es eben viele verschiedene Anwendungsbereiche, in denen künstliche Intelligenz in der Medizin heute schon eine Rolle spielt, noch in Zukunft noch viel größere Rollen spielen wird. Die künstliche Intelligenz ist aus unseren Kliniken und Krankenhäusern nicht mehr wegzudenken. Wenn wir uns das Thema Mustererkennung mal anschauen, wenn wir uns mal das Thema Mustererkennung in radiologischen Bildern, wo ich versuche, Tumore in radiologischen Bildern zu erkennen beispielsweise, dann habe ich heutzutage so viele Bilder, dass ich die gar nicht mehr als Mensch alleine mir angucken kann. Da hilft so eine künstliche Intelligenz, Bilder vorzusortieren und die pathologischen Bilder rauszusuchen und dann dem Mediziner einen Hinweis zu geben, schau mal hier genauer hin, wohingegen er bei anderen Patienten vielleicht gar nicht genauer hinschauen kann. Also als Vorselektierer, als Mustererkenner, also auch Erkenner von Problemsituationen, ist KI heute aus zum Beispiel der Radiologie gar nicht mehr wegzudenken. Professor Deiters und das Fraunhofer Institut für Software- und Systemtechnik ISST sind im regen Austausch mit dem Superhospital in Dänemark. Fraunhofer entwickelt die Algorithmen, von denen die Dänen profitieren. Und Fraunhofer nutzt den Datenschatz der Dänen, weil die viel weiter sind als wir hier in Deutschland. Dänemark und auch andere skandinavische Länder sind viel offener, was Datenverarbeitung, Datenanalyse und Digitalisierung betrifft. Das Superhospital in Aarhus, es ist wie eine kleine Stadt in skandinavischer Bauweise, flach, mit viel Holz. 1 Million Patienten im Jahr werden hier behandelt. 1000 Menschen arbeiten da. Eine Dimension, die hier bei uns unvorstellbar ist. Aber die Dänen haben dann auch nur 5 von diesen Krankenhäusern. Die Dänen haben nicht nur einen Technikblick gehabt, sondern die haben einen ganzen Strukturblick gehabt. Die haben gesagt, wir müssen sogenannte Center of Excellence bauen, in denen wir Exzellenz behandeln, und sind hingegangen und haben die ganze Krankenhauslandschaft reformiert. Sie haben gesagt, wir müssen eigentlich zusammenziehen in einige wenige, es werden dann sogar nur 5 sein, Großkliniken, und sind in einem Prozess, dass sie von 200 Kliniken auf ungefähr 32 Kliniken reduzieren, diese Kliniken dann aber sehr hoch technisiert und dann auch sehr digital ausstatten. Nach einer Bertelsmann-Studie nutzt fast jeder Däne, 99%, das E-Rezept. Die Patientenakte wird zwischen 80% und 32% genutzt. Das ist von Region zu Region in Dänemark unterschiedlich. Aber je mehr Daten den Ärzten und Kliniken vorliegen, desto schneller kann behandelt werden. Professor Deiters. Das ist ein kleiner Schritt, aber es ist ein sehr, sehr langsamer Schritt, wenn man uns diese Zeitspanne anguckt. Auch hier im Vergleich, die Dänen haben etwa auch 2004, 2005 angefangen, haben eine flächendeckende Patientenakte seit 2009. Und das zeigt auch wieder gerade diesen Datenschatz. Seit 2009 sammeln die in Patientenakten alle ihre Daten. Das heißt, die haben seit 14 Jahren die Gesundheitsinformationen aller der gesamten dänischen Bevölkerung vorrätig. Deswegen können die natürlich ganz anders analysieren. Ja, die elektronische Patientenakte ist ein kleiner Schritt oder ist ein erster Schritt, aber die Daten müssen noch zusammengebracht werden und in viel größerem Stil. Wir haben die Patientenakte ja nur für einen überschaubaren Teil der Bevölkerung, die die Akte tatsächlich nutzen bisher in der Praxis. Da muss noch viel passieren, bis wir an der Stelle sind, wo die Dänen heute schon sind. Aber hier im Lande wird trotzdem geforscht. Zum Beispiel haben Forscher am Universitätsklinikum OWL ein KI-gesteuertes Modell entwickelt, das erkennt eine Sepsis am kleinen Blutbild. Blutvergiftungen heißen ja medizinisch Sepsis. Allein in Deutschland stirbt im Schnitt alle 6 Minuten ein Mensch an einer Sepsis. Weltweit gibt es rund 20% der Todesfälle, die an Blutvergiftungen sterben. Ein großer Teil dieser Todesfälle wäre vermeidbar, sofern es gelingt, eine Blutvergiftung frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Mithilfe künstlicher Intelligenz haben die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ein Modell entwickelt, das diese Früherkennung einer Sepsis ermöglicht. Die Grundlage dafür ist eine einfache Blutuntersuchung. Das KI-Modell wurde mit rund 1,4 Millionen Blutbildern praktisch gefüttert. Im Klinikalltag werden solche kleinen Blutbilder oft routinemäßig gemacht und müssen nicht extra erfasst werden. Den Ärzten und Ärztinnen fehlt einfach oft die Zeit, Laborwerte zu analysieren.
Also eine Früherkennung einer Sepsis ist möglich. Gibt's Alarm, können die betreffenden Patienten natürlich intensiver überwacht werden. Da zählt jede Minute. Im Klinikum Lippe wird das Frühwarnsystem in den kommenden Monaten zum ersten Mal erprobt. Schon dolle Sachen, was mit KI möglich ist. Sie wird niemals müde oder ist frustriert, nimmt den Ärzten und Ärztinnen viel Arbeit ab, ist einfach eine gute Unterstützung. Aber natürlich kann die KI, die künstliche Intelligenz, niemals einen Arzt oder eine Ärztin ersetzen. Der KI fehlt die Empathie, das Einfühlungsvermögen und natürlich das Trösten, falls es schlechte Nachrichten sind, die da überbracht werden müssen. Arztgespräche, ein Austausch kann KI auch nicht. Die Entscheidung, wie wir behandelt werden, trifft immer noch ein Mensch. In 3 Wochen stelle ich euch unseren Patientenbeauftragten vor. Was macht er eigentlich? Ist er für uns alle da? Kümmert er sich darum, dass alles in den Krankenhäusern glatt läuft? Ihr werdet es hören. Bis dahin, passt auf euch auf und bleibt gesund. Ärztliche Kunstfehler. Wenn die Medizin versagt. Podcast? Wer hört das denn? Mehr als du denkst, wenn du es richtig machst. Die Podcast-Fabrik hilft dir dabei. Wir entwickeln deinen Unternehmenspodcast, bringen ihn auf alle Plattformen und haben die Performance im Blick. Klingt gut? Dann lass von dir hören. Die Podcast-Fabrik. Bielefeld 3x5 110 und podcastfabrik.de.